So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke. Jetzt habe ich also die ganzen Too Spicy, die ganzen Samyang Bulldog Nudeln durchprobiert, glaube ich, weil das alles komplett irgendwie durcheinander ist, komische Reihenfolge, aber ich müsste Teil 1 bis 10 jetzt fertig haben. Ich müsste auch die 4 Spicy, also 2 Packungen Too Spicy durchhaben. Ich müsste einen Lifehack gezeigt haben, wie man die Too Spicy, also die 4 Spicy essen kann, wenn die total köstlich sind, ohne dass sie so scharf sind, nämlich einmal mit Gurkensalat und dann die Woche drauf vielleicht dann auch mal mit Krautsalat, weil ich gesehen habe von Pop, das ist ja noch mehr drin und noch weniger Preis, das ist richtig total toll und ist nochmal eine Geschmacksvielfalt, die man sich gerne mal antun kann, aber gefühlt seit dem allerersten Samyang-Video verfolgt mich ein Zuschauer und das ist der Timo. Ich möchte seinen Kommentar gleich hier durchlesen. Der hat mir nämlich unter ein Video geschrieben, du könntest die Nudeln auch mal so zubereiten und so testen, wie er das kennt und mag und macht. Deswegen habe ich das mal rausgesucht. Ich versuche es auch mal hier einzublenden. Der Timo hat nämlich so oft geschrieben, dass ich die mal so machen soll. Und das möchte ich heute machen. Heute mal Samyang-Nudeln auf Timo-Art. Adi, dein Arsch. Das baut sich einfach hier auf. Moment. So. Er hat mir sogar jetzt unter das aktuelle letzte Video, laut diesem Zeitpunkt hier, nochmal sein Rezept geschrieben. Timo schreibt nämlich, Nudeln kochen, Wasser abgießen, mache ich eigentlich immer so, 100 ml Sahne dazu, die scharfe Soße mit rein, eine Scheibe Käse nach deiner Wahl, was du am liebsten essen tust, ja, aufkochen, dann Käsepulver mit rein. Das kannst du mit allen Samyang machen, aber die mit Käse, also Käse-Samyang oder Carbonara, da schmeckt es am besten. Jetzt habe ich mal geguckt. Ich habe gar keine Too Spicy mehr. Aber ist ja kein Problem, denn ich habe noch Käse, Cheese Spicy, Käse-Samyang. Samyang Cheese habe ich auf jeden Fall noch da. Die habe ich also noch gehabt. Den, so Toastkäse, habe ich jetzt auch hier, ja. Hier ist Käsepulver, aber das ist Hartkäse, gerieben und getrocknet. Hartkäsepulver, das dürfte wahrscheinlich auch passen. Und jetzt war ich extra im Rewe, habe wieder mal ein paar Bierdosen und Flaschen abgegeben, weil ich gebe das nicht mit einmal ab. Ich gehe eigentlich immer, wenn ich was brauche, los und nehme was mit. Da muss ich halt öfters gehen, jeden Tag gehen, jeden Tag, wenn ich mir ein Brötchen hole oder so, muss ich dann darüber zwei Dosen abgeben und ein Brötchen holen. Sieht immer aus wie der letzte Assi, aber habe ich mehr Bewegung, habe ich mal ein Ziel im Leben, man muss auch kleine Brötchen backen. Und habe mir jetzt extra einen Becher Sahne gekauft. Und jedes Mal habe ich das gleiche Problem, wenn ich im Rewe stehe und Sahne kaufe, wenn ich irgendwas kochen soll oder kochen will. Ich habe keine Ahnung, nimmt man da jetzt saure Sahne oder nimmt man da jetzt Schlagsahne? Ich weiß jedes Mal den Unterschied nicht. Ich stand wirklich im Rewe, ich musste das Rewe-interne WLAN aktivieren, um einzusprechen, saure Sahne oder Schlagsahne zum Kochen. Und dann hat es mir das ausgeworfen. Und hier steht extra, wenn in einem Rezept steht, 200 ml Sahne, ist immer Schlagsahne gemeint. Und so habe ich das Rätsel gelöst und habe jetzt extra Schlagsahne geholt. So, ich habe mich mittlerweile auch dazu entschieden. Ich hatte eigentlich erst eine Packung drin. Ich werde jetzt aber doch zwei Packungen machen. Wenn ihr seht, wenn man hier rein sticht und so eine Packung anhebt, ist im Prinzip darunter nochmal die gleiche Packung. Also das sind zwei Packungen Samyang Cheese. Ich sehe das ja, das ist immer so zusammengerollt und darunter ist nochmal eine Schicht. Das könnte man eigentlich hier als Ganzes hochheben. Das ist wie ein Teppich aus Nudeln. Warum ich jetzt zwei gemacht habe, das zeige ich euch aber gleich. Adi Schatz, alles gut. So, was jetzt wichtig ist, ich habe jetzt das fertig hier, also die Nudeln erstmal aufgekocht. Habe jetzt hier meinen leeren Topf. Hier habe ich das Nudelsieb. Ich packe die jetzt einfach mal hier rein. Stell das mal hier rüber. Jetzt habt ihr hier lauter Nudeln in dem Topf drin. Jetzt müssen wir natürlich, ich glaube als allererstes, ich habe gesehen, in diesem Becher sind ja 200 Gramm. Er hat jetzt gesagt, ich soll 100 Gramm Sahne da dran machen. Wenn ich jetzt nur 100 Gramm nehme, dann wird der andere Becher wieder schlecht. Also habe ich gedacht, mache ich eine doppelte Portion, dann kann ich gleich 200 Gramm von der Sahne dran machen.
Ich werde jetzt also einen ganzen Becher Sahne hier drüber kippen. Ungefähr so. Schöne Sahnenudeln. Oh, sind die herrlich. Oh mein Gott, richtig brutal. Und dann werden wir hier die Tütchen natürlich noch drüber machen von der Soße. Dafür haben wir hier eine Tüte. Das können wir gleich hier in den Sahnebecher mit reinpacken. Einmal hier drauf. Ist wieder feuerrot und brutal. Rams ist wieder mit einem weißen Pullover. Den ich jetzt auch hier wieder, ne, ihr seht. Der wird immer 3 Jahre getragen, dann wird er kurz einen halben Tag gewaschen, dann wird er wieder 3 Jahre getragen. Einen habe ich auch noch in schwarz, aber den schwarzen kann ich immer nicht anziehen, weil dann alles so dunkel ist. Und das ist echt schlimm momentan, ist ja hier Winterzeit, Depri-Zeit, da ist sowieso alles so dunkel. Da musst du sehen, dass du auf helle Sachen umsteigst. Du siehst sonst wirklich in dem Video gar nichts. Und Adi, ich würde dir nicht raten, jetzt da an der Soße, an dem Beutel rumzuschnüffeln und da rumzumachen. Sonst schüttelst du gleich den Kopf. Toll. Jetzt hat er da dran geleckt. Schüttel nochmal. Adi, schüttel nochmal. Adi. Jetzt leckt er schon wieder. Na gut, er hat jetzt die Sahne in erster Linie. Da war doch aber gerade. Er ist gerade da rein. Ist gerade da rein, hat er an der Tüte geschnüffelt, hat an der Tüte kurz geschleckt und dann hat er geschüttelt die ganze Zeit. Und was macht er danach? Ja, leckt natürlich weiter rum. Gut, weil jetzt wohl die Sahne überwogen hat, das packen wir jetzt auch hier rein. Vor allem viele fragen auch immer, wieso hast du dem Adi nichts gegeben? Warum habe ich wohl dem Adi nichts gegeben? Vielleicht, weil das zu scharf ist für ihn? Warum habe ich jetzt nichts gemacht? Damit jetzt alle sagen können, wenigstens hast du den Adi diesmal was gegeben. Jetzt backen wir hier auch noch das Käsepulver drauf, was ja da schon drin ist. Mann. Diese komische, verrotzte Tüte. Dann noch ein Tütchen Käse, das auch noch drin ist. Ich hoffe, der hat jetzt nicht das Pulver gemeint, als er gesagt hat, dann Käsepulver drauf. Vielleicht hat er auch einfach das gemeint, was da dabei ist. Und ich habe gedacht, er meint nochmal extra Käsepulver. Jetzt habe ich extra Käsepulver noch. Aber das stand eh schon hier, also das habe ich nicht neu gekauft. Sieht jetzt auf jeden Fall schon mal interessant aus. Diese Sahne-Käsenote, bis jetzt ist im Prinzip nichts anders, außer, dass da Sahne dran ist. Gleichzeitig werde ich jetzt hier von diesem Käse, von diesem Streukäse einfach noch was drauf machen, ja. Der kommt auch noch mit dabei. Ungefähr so, dass es richtig schön cheesig wird. Jetzt geht es nicht mehr, jetzt ist es kaputt, jetzt kommt da nichts mehr raus. Ich glaube, die Stückchen sind einfach zu groß, die da drin sind, deswegen geht das nicht so großartig. Haben wir auf jeden Fall das jetzt auch dran, diesen geriebenen Hartkäse. Und jetzt hauen wir hier noch das drauf, nämlich 4 Scheiben. Sollten also 2 Scheiben für eine Packung sein. Ja, und jetzt hier 4 Scheiben Samyang drauf. Einmal so, einmal so. Ja, vor allem Samyang. 4 Scheiben Käse, ja, 4 Scheiben Käse. Ich muss aber mal ganz kurz, ich habe vergessen, der ist noch an. Wir müssen nämlich gleich noch den Topf nochmal draufstellen. Wenn wir das jetzt hier so haben, können wir ja mal versuchen, das irgendwie rumzumachen, sodass von unten was nach oben kommt, von oben was nach unten geht, damit der Käse zwischen den Nudeln rumhaust und vielleicht ein bisschen schmilzt oder irgendwas. Da hauen wir jetzt die anderen 2 Scheiben Käse noch drauf. Auf jeden Fall mal was anderes. Ja, ist auf jeden Fall mal eine Sauerei. So, jetzt gucke ich mir das nochmal an. Wir haben nämlich, glaube ich, hier noch ein Fach. Genau, wir haben noch ein Fach. Guck, und da könnt ihr einfach so machen. Und dann ist da einfach der ganze Käse da drauf. Und jetzt ist die Packung halb leer. Müsste aber jetzt reichen. Das nehmen wir jetzt mit hier rüber. Das stellen wir jetzt nochmal auf den Ofen, auf den Herd und versuchen das jetzt hier auf dem Herdofen noch ein bisschen rumzumachen. Ich weiß nur nicht genau wie, weil eh alles durch die Gegend fliegt.
dann haben wir hier ein richtig fettes Samyang Delicious Super Sparmenü, ne? Was die Samyang-Nudeln noch mal teurer macht. So, das Ding ist jetzt fertig. Ich habe das jetzt danach, nachdem ich es erhitzt habe, auch alles mal hier in eine Schüssel eingefüllt. Das ist also wirklich eine dicke, fette Schüssel mit Samyang Bulldog Cheese. Gleichzeitig Schmelzkäse, 4 Scheiben und gleichzeitig diesen Hartkäse, diesen geriebenen. Das ist bestimmt jetzt alles sehr trocken und framweg. Deshalb mal kurz diesen hier. Ach man, ich finde das so klasse. Oh, jetzt ist mir bestimmt gleich schlecht. Das probieren, das ist doch so cheesig und vor allem ist das so fest und fett. Und guckt euch das mal an, an einer Gabel, ihr habt so einen richtig ganzen dicken Kloß. Sieht aus, wie wenn ihr euch irgendwo eine Kugel Eis holt, ja. Oh, eine Kugel Eis, bitteschön. War auf jeden Fall eine interessante Idee, ja. Ich hoffe, ihr habt nicht noch mehr Ideen, denn ich wollte ja noch die Samyang Pizza testen und den Samyang Döner und das schiebe ich jetzt extra schon dazwischen. Nachdem wir das mit dem Neutralisieren ein bisschen reingebracht haben, mit dem Gurken- und Krautsalat, passt das ganz gut dazu. Denn durch die Sohne dürfte das ja auch ein bisschen, durch die Sahne dürfte das auch ein bisschen milder sein. Und dann kommen wir natürlich noch zu den anderen Sachen. Jetzt müssen wir aber wirklich mal probieren. So eine kleine Gabel voll. Guck, die ist so klein. Jetzt wisst ihr nicht, warum ich mache, ne? Oh, ich glaube, so viel Cheese habe ich noch nie erlebt. Ich habe schon viel Cheese erlebt. Es ist immer noch, es ist eine brennende Note zu spüren, so am Rachen. Vielleicht kommt das auch gerade vom Uso. Nee, es breitet sich ein bisschen aus. Es ist deutlich milder, aber köstlich, bissfest, frampfig. Komplett übertrieben, ich möchte nicht wissen, wie viele Kalorien das sind. Ich muss das jetzt mal hier vorne hinstellen. Ich werde die Schüssel jetzt einfach ganz essen. Ich muss sagen, das ist so intensiv. Wir haben gar keinen roten Lippenstift. Wir haben einfach nur einen orangen Käsemund. Sonst ist es die Schärfe, die einem zu schaffen macht. Jetzt ist es einfach nur dieses dicke, fette. Wie war das mit dem Lapskaus beim Fladdy? Oha, das stopft aber ganz schön. Da muss er wirklich sowas mal probieren. Ich meine, vielleicht habe ich es auch ein bisschen übertrieben, weil ich zu viel von diesem Hartkäse drauf habe. Und vielleicht hätte man wirklich eine Scheibe Käse nehmen sollen statt 4. Und nur eine Packung Samyang statt 2. Es ist so ein Wechsel zwischen Lust, Schrägstrich Leidenschaft und Quälerei, ja. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Die Samyang Bulldog Cheese Bombe von Timo.
Ich hoffe nur, ich habe das wenigstens ungefähr so richtig gemacht, wie er das meinte. So ein dicker Brei. Aber es ist echt von der Schärfe her das mildeste, was ich je gegessen habe. Selbst die mit Gurkensalat waren schärfer. Die mit Krautsalat waren auch schärfer. Die Schüssel ist auf jeden Fall leer. Aber ich glaube mittlerweile, wenn man wirklich dann von der Schärfe an sich nicht mehr so viel merkt, wäre das schon fast wieder Verschwendung für die Samyang Cheese. Sollte man vielleicht wirklich dann so essen, wie sie sind. Und wenn ihr dicke Nudeln wollt, wo ihr das mal mit ausprobieren könnt, würden es ja auch eigentlich so normale Spaghetti machen, tun, oder? Wenn ihr jetzt eine Packung Spaghetti nimmt, gibt es ja auch mit Käsesoße. Und wenn ihr zu der Käsesoße sowieso einen ganzen Becher Sahne reinpackt und noch Schmelzkäsescheiben dazu, noch Hartkäse drauf, 10 Tonnen, müsste das ja auch so richtig dickflüssig sein und so richtig cremig und so richtig bam. Und das Ganze halt dann ohne Schärfe, aber das kann man sich ja selber schärfen mit irgendwelchen Chili-Soßen oder Chili-Öl oder irgendwas. Aber ich glaube, der Geschmack wirklich von dem ganzen Käsezeug hat so extrem überwogen, dass ihr bei allen anderen Nudeln theoretisch auch so einen heftigen Käsegeschmack hinbekommt. Und es müssen nicht unbedingt die Samyang sein. Die sind so edel, die sind so teuer, da will man richtig leiden und nicht die ganze Zeit nur in Köstlichkeit versinken. Es hat auf jeden Fall gut geschmeckt. Es hat auch gestopft. Wie ich sehe, habe ich auch was auf dem Pullover, ne? Dann danke für den Tipp. Ich hoffe, ich konnte deinem Wunsch entsprechen. Und nein, wenn ihr noch andere Ideen habt, schreibt die nicht in die Kommentare. Ich werde, wie gesagt, noch Samyang Pizza und Samyang Döner mal testen, wenn ich die Nudeln da drauf packe und damit probiere. Und dann sind wir irgendwann auch durch mit den Samyangs, sodass ich euch nicht immer meine Nudeln unter die Nase reiben muss. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.